Hallo Jan, jetzt geht es gegen TBH auf Tuscan demnächst. Was sagst du zu dem Gegner und vor allem auch den Gegner auf der einen Map, die euch vielleicht nicht so gut liegt? Also ich würde einfach sagen, wir haben einen angenehmen Gegner auf einer unangenehmen Map. Tuscan ist einfach irgendwie bis jetzt nicht unsere Map gewesen. Wir werden uns aber, beziehungsweise haben uns schon viele Gedanken über Tuscan gemacht, sodass wir die Map vielleicht endlich mal auch gegen etwas bessere Gegner gewinnen als nur gegen die allerschlechtesten. Wobei wir auch schon gegen die allerschlechtesten verloren haben auf der Map, aber das ist was anderes. Ja, also wie gesagt, TBH liegt uns eigentlich gut. Wenn nicht zu viel schief läuft und wir uns nicht zu viele komische Gedanken gemacht haben, dann müsste es eigentlich reichen. Wobei ich denke, dass es auch relativ knapp wird. Also man kann gut davon ausgehen, dass es ein 16-13, vielleicht ein 16-12, vielleicht auch wirklich nur ein 16-14 oder umgekehrt so knapp wird, dass wir vielleicht 13-16 verlieren. Also es ist mit Sicherheit eins der schwersten Spiele, gerade wegen der Map, weil wir eben noch den vielleicht auch psychologischen Nachteil auf unserer Seite haben und TBH natürlich nicht zu verlieren hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass die gerade erst gewechselt haben, dass sie ein neues Team haben, dass sie vielleicht noch nicht so die super Routine haben, wir etwas Vorsprung daran haben. Und ja, also ich denke mal, es wird auf jeden Fall eines der spannendsten Spiele überhaupt in der Season und man darf gespannt sein. Glaubst du, dass euch die AWP von Todi vielleicht ein bisschen zu schaffen machen wird auf der Map? Kann man auf der Map eine AWP gut einsetzen? Man kann auf der Map eine AWP einsetzen, aber die AWP muss ja alles können. Also das ist nicht so wie auf Train, dass man einfach nur hinten stehen kann und die Leute reinlaufen lassen kann, sondern da muss man auch für den Nahkampf, sage ich mal, gewappnet sein. Und deshalb denke ich halt, dass Toli nicht unbedingt so den riesen Unterschied da machen wird. Das werden eher die Coil-Spieler machen. Also er wird mit Sicherheit den einen oder anderen Frag machen, aber dass er dann damit ganze Runden entscheidet oder vielleicht sogar mal ein Ace holt oder so, das ist eher unwahrscheinlich. Okay, vielen Dank, Jan.